Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht der Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit Isengard. Nach wie vor. So, jetzt schaue ich schon, ob die Aufnahme läuft. Sieht gut aus, ich bin auch da. Sehr schön. Ja, müsste passen. Meine Stimme ist nicht sehr geölt aktuell. Vielleicht bin ich auch ein bisschen krank. Ich habe nicht weitergemacht, keine Sorge. Ich wollte noch Befehle geben und so, aber ich dachte mir, hey, jetzt wo es heute noch so spät ist, wir haben jetzt 22.13 Uhr. Eigentlich sollte ich schlafen gehen, zügig, bald. Stattdessen hocke ich jetzt noch eine Stunde dran und zock wieder, weil ich habe Bock. Ist einfach so. Gut. Ich finde es spannend, wie diese Boni minimal sind. Machen kaum einen Unterschied. Letztes Mal haben wir Helms Klamm verloren. Wegen einem beschissenen Zwergenkatapult, kann man nicht anders sagen. Und jetzt bin ich am überlegen, wie ich diese Situation löse, weil ich will die containern. Ich habe keinen Bock, dass die hier Rambazamba machen, rauskommen. Deswegen werde ich sehr wahrscheinlich folgenden Move machen. Lass mich mal gucken. Ihr könnt weiter nach vorne. Genau, erstmal die, die fertig sind, nach vorne schicken. Whatever. Okay. Ja. Ist riskant, interessiert aber niemanden. So. Und auch hier kann man noch bauen. Obwohl wir es hier gar nicht brauchen. Ich weiß auch nicht, wie ich hier bauen möchte. Ja gut, überall geht halt nicht. Ne? Da können wir was hinbauen. Dann bauen wir jetzt hier noch ein paar Gruben hin. Einfach um ein bisschen Präsenz zu zeigen. So, meine Idee wäre folgende. Lurz hier hin, Saruman dorthin. Zusammen mit dieser Armee, die bleibt hier stehen. Die ist solide. Sie ist nicht stark, aber sie ist solide. Die kann da weiter. Das kann da weiter. So. Hier hinten sollte ich langsam mal eine zweite Gruppe bauen. Ich glaube, das macht Sinn. So. Die kann man auch mal ausbilden. Die sind immer stark. Ja, der bleibt. So. Gut. Hier geht's hier weiter. Ich würde tatsächlich vielleicht einen solchen Querkopf hier lassen. Die Festung werde ich wieder verlieren. Ja, nee, macht keinen Sinn. Ist dumm. Wir gehen mit Charco einfach weiter. Weil das werde ich eh verlieren. Kann ich nicht halten. Vor allem, wenn hier der Gläuen wieder angetanzt kommt. Vergiss das. Ich meine, mit einer Festung, ja, ich kann es versuchen, aber es ist super unwahrscheinlich, vor allem mit diesen blöden Katapulten. Ich glaube, damit bin ich recht solide aufgestellt. Ich bilde jetzt nicht alles aus. Ich lasse mir ein bisschen Geld da für den Fall der Fälle und das passt dann. So, und er natürlich hier rüber, damit wir als nächstes dann die Menschen weghauen können. Das Problem ist nämlich, die haben jetzt wieder Helms Klamm bekommen. Das muss ich mir zurückholen. Ich könnte versuchen. Moment, das könnte ich machen. Ja, wieso nicht? Dann nehme ich es ein und verteidige es zeitgleich. Und ich stehe hier safe. Weil wenn er überrempelt wird, bleibt er stehen, wo er ist. Dann können die noch hier hin. Okay. Ah ja. Okay, machen wir erstmal den einfachen Quatsch. Das wird jetzt knifflig. Ich habe da drei Gegner drin. Boah, ich weiß nicht, ob ich das heute Abend noch schaffe. Aber das sind die Schlachten, die Herausforderungen, die ich suche. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann ist Mensch dort, dann ist sie wieder ausge... Kommt zu mir, meine Diener. Das ist nicht einfach. Ich meine, ich habe hier diese Fähigkeiten. Die sind nett und so, ne? Aber... Okay. Unsere Zeit ist gekommen.
Das ist halt stark, ne? Was kann der eigentlich? Der kann das Gleiche. Der kann Feuerball, Magiestoß. Wir müssen den Wald abholzen, um die Feuer-Isengards zu schüren. Wir haben viel zu tun. So, das ist wichtig. Das hätte ich von Anfang an machen sollen. Ihr seht schon, ich bin müde. Ein bisschen zumindest. Schauen wir mal. Ja. Niemand kann uns trotzen. Hört mir zu. So. Kommt zu mir, meine Diener. Tun ist. Na, hauen wir drauf. Folgt mir. Nichts wird uns aufhalten. Niemand. Alle greifen mal bitte an. So, das dauert jetzt alles ein bisschen. Macht aber nichts. Ah ja, sehr schön. So, wir kommen rein. Weil er mir das Tor geöffnet hat. Sehr schön. So. Sollte free sein, aber man weiß ja nie, ne? Gemeinsam sauern, mein Gebieter. Werden wir über Mittelerde. Ah ja. Was baut er jetzt da? Ein Turm. Den greifen wir an. Lasst sie! Attacke! Vernichtet sie alle! Narr, werft sie nieder! Ah ja. Du wirst diesen Ort nicht verlassen. Oh, das hat Schaden gemacht. Beeindruckend. So, alles mal auf Autocast, was hier ist. Da geht nur einer auf Autocast. Das ist natürlich schon traurig. Interessant. Bei manchen kann man mehrfach Autocast machen, bei denen nicht. Ja, macht sie mal fertig. So, der Turm ist gleich kaputt. So. Easy. Das bringt fast Erfahrung. So. Und Ende ist, ne? Piu piu. Dann hat er noch eine Kaserne. Okay. Glaube ich. Oder? Also, ja, da ist noch was. Okay. Gut. Der Sieg ist nah. Ich krieg langsam Hunger. Gemeinsam sauber. Hört mir zu. Werden wir übermitteln. Das Gebäude ist fertig und euer Werkzeug bereit. Okay. Also Helmsklamm ist einfach einzunehmen. Das geht schon wieder. Ist okay. Rest, mal sehen. Hat er das jetzt hingezaubert? Das wird reichen. Der wollte es auf das Gebäude ballern. Naja. So, mal sehen, ob der jetzt hier zaubert. Der zaubert den. Ah ja. Levelt er? Ja, schön. Wenn die beiden zusammen Stufe 10 sind, dann glaube ich, können die so ziemlich jede Armee besiegen. Außer halt mit 1000 Helden, aber. Ne. So. Geschenkt? Geschenkt. Gut. Das wird nicht ganz einfach. Geht, aber das wird schwer. Das sind drei Armeen. Gut, jetzt machen wir erstmal das. Das ist wieder geschenkt. Dauert einfach nur wieder. 13, 22, 10. Okay. Ich mache jetzt das noch fertig, dann beende ich die Folge. Wird eine langweilige Folge, ist aber okay. Gibt's auch manchmal. So. Dann. Ist jetzt wieder Rogasch, ne? Stimmt's aber.
So. So. Niesen. Oh Gott. So, ja, oh was. Der levelt hier auch Stück für Stück, ne? Fies, fies, fies. Das Gebäude ist weiter. Wir haben viel zu tun. Arbeitet an eurer Einstellung. So. Uruk-Dur. Haltet euer Werkzeug bereit. Naja. Die Dunkel-Orks warten auf Befehle. Naja, dann wartet mal. Ich dachte, wir sind. Nee, also ich mache jetzt hier diese zwei Easy-Dinger. Danach probiere ich mich an der Festung. An der Festungsschlacht. Da oben mit Gloin. Das wird furchtbar, weil da ist eine simple. Da ist halt eine einsame Festung. Ihr wisst, was zu tun ja, was soll ich da machen? Also ich könnte. Wir können mal ein bisschen überlegen. Wir sind der Hammer des dunklen Herrschers. Ich könnte versuchen, die Festung auszubauen. Ein paar Upgrades zu fahren und so. Ja. Werde ich wahrscheinlich auch machen. Ist nicht so schlecht. Ne? Je nachdem, was da kommt. Entweder die Minenwerfer, weil die sind ziemlich solide. Oder Türme. Mal schauen. Da können wir nichts bauen. So. Ich weiß, er hat ein Katapult. Und zwar ein sehr starkes Katapult. Dagegen brauche ich unbedingt Warge. Oder ähnliches. So, das Problem ist, er hat Feuerpeilbogenschützen. Das macht es natürlich knifflig. Könntet ihr vielleicht mal. Jetzt haben die das da kaputt gemacht. Krass. Das finde ich auch so doof, dass der hier so schnell schießt, dass jeder zweite Schuss lost ist. Richtig nervig. Aber so ist es halt. So. So. Jetzt gehen wir mal raus. Alles hört auf mich. Lass keinen übrig. So. Schneller werdet ihr auch noch. Jetzt wird gekämpft. Noch ein Gebäude fertiggestellt. So. Zurück an die Arbeit. Ihr wisst, was zu tun ist. Ihr wird nicht geschlagen. Wir müssen weiter. So, hier geht's mal zurück. Abwehr. Und go. So. Dann machen wir hier mal wieder zu. Das kann man auch bauen. Interessiert ihn niemanden. Der tötet halt alles, ne? Der tötet hier Stuff und levelt. Was echt nicht gut für mich ist, aber so. Darauf hätte ich warten sollen. Dann hätte ich ja noch Geld bekommen, aber. Ist egal, ist egal, ist egal. Wir machen das jetzt so, wie es ist und whatever. So, Uruks. Uruks. Ja. Wäre mal interessant zu wissen, ob dieser Typ hier, der Rogash, zu den Trollen zählt, die ja Schaden, Bonusschaden durch Piken nehmen, oder als Held, wodurch er Resistenzen hat, vermutlich, oder halt zumindest kein Bonusschaden, oder ob es so ist, dass beides oder gar nichts der Fall ist. Gar nichts würde mich wundern, beides könnte sein. So. Und das hält halt 8000 aus, hat eine riesen hohe Rüste und ist den Stück da einfach. Also der kann das da voll schon. Warum haben wir keine Rohstoffe mehr? So. Ihr wisst, was zu tun. Nee, 85. Baut. Gut. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Wenn das so weitergeht mit dem Level, wird er irgendwas erzählen sollen. So. Wir wären dann fertig. Macht die Uruk-Krieger kampfbereit. Gut.
So, die machen hier Geld, sehr schön. Ah ja, da können wir mal angreifen. So, der wollte bauen, kriegt aber nicht. So. So. Ja gut, der rennt rein und stirbt einfach. Ist okay. Gut, wo ist jetzt sein letzter Baumeister? Einen muss er noch irgendwo stehen haben. Keine Ahnung, okay. Gut. Gut, gut, gut. Das war jetzt die Geschichte. Knifflig, knifflig, knifflig. So, behalten darf ich wie immer nichts. Ich meine, ich dürfte, aber in Khan Doom spielt das echt gar keine Rolle. Okay, also, nächste Schlacht. Die da. Die da. Und die noch, die wird ein bisschen dauern. Die will ich versuchen. Deswegen mache ich jetzt hier einen Cut. Und nächste Episode wird's echt knackig. Okay. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.